Okay, Freunde, ich mach's mal kurz und knackig. Wir gehen heute den Admin im echten Leben besuchen. Ich laufe schon seit so vielen Tagen ohne irgendwelche Items rum. Und heute ist der Tag, wo sich das wieder ändern wird. Ihr wisst, Freunde, der Admin hat mir alle meine Items genommen. Und ich dachte mir, ey, Bro, ich werde dich mal besuchen im echten Leben. Leute, und was alles passiert ist, das werdet ihr in diesem Video erfahren. Lasst auf jeden Fall ein Like da, aktiviert die Glocke, um mir nicht zu verpassen. Und ich sag mal so, danke geht raus an alle YouTuber, die mir irgendwie helfen wollten. Wegen diesem Handicap war das alles nicht so einfach. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich ja heute einiges. Deshalb nehme ich euch mit auf dem Weg, wie wir im echten Leben zum Admin fahren. Bro, was machst du? Was machst du? Bro, ich sag dir ehrlich, ich habe überlegt, ein richtig geiles Video aufzunehmen und das hat jetzt einen Grund, warum ich auch vor allem uns beide aufnehme. Was, Bruder? Erstmal, Freunde, wir sind auf dem Weg zum Fitness, nicht wundern. Ja, worüber denkst du, wird das gleich handeln? Worüber ich mit dir überreden will? Ich bin ehrlich, ich habe gerade keine Ahnung. Ich bin auch ein bisschen nervös gerade. Was ist los? Warum nimmst du auf? Hab was ich denn nervös? Du wirst doch immer gefilmt. Ja, aber habe ich irgendwas gemacht? Nein, du hast nichts gemacht. Und zwar brauche ich jetzt deine Meinung erstmal. Und zwar, du weißt, diese ganze Geschichte mit dem Admin, wir wissen ja auch unser... Leute, das Ding ist, der Admin ist ja auch ein Real-Life-Kollege von uns und wir wissen, wo er wohnt. Und ich überlege einfach, ein richtig cooles Video zu machen, wie ich zu ihm gehe. Und letztendlich versuche ich dann irgendwie an seinen Laptop zu gelangen, um dann zu gucken, ob ich irgendwie sehen kann, ob er vielleicht noch diese Schalker... Handy ist runtergefallen, ob er diese Schalker-Box zum Beispiel noch in seinem Inventar hat. Ich habe eh das Gefühl, dass es erstens ein richtig geiles Video wird, wenn ich zum Admin gehe, also quasi Vlog-mäßig. Und zweitens will ich auch herausfinden, ob ich irgendwie durch Lukas ja ihn ein bisschen so rauskitzeln kann, ob er mir vielleicht verraten wird, hast du deine Brille auf oder was? Denkst du auch, die Sonne scheint? Ob er mir vielleicht irgendwie indirekt verraten kann, wer quasi mich verpetzt hat und ich habe halt irgendwie nur eine Sorge, dass ich irgendwie dann dadurch im Nachhinein ein Problem bekomme, dass er halt quasi sagen kann, ey, ich bann dich weg oder sonst was. Bro, du kriegst doch keine Probleme deswegen, Mann. Als ob du wegen sowas Probleme bekommst. It's real talk. Ja, Mann. Letztendlich, Rustik hat ja auch Lukas damit geprankt gehabt. Ja. Ich würde das halt so verpacken. Er wird das Video ja letztendlich so oder so sehen, ne? Früher oder später. Stell dir mal vor, ich schaffe es wirklich, mir meine eigene Kiste irgendwo zu platzieren oder so. Denkst du, er würde mich deswegen dann bannen können? Ich bin dir ehrlich, ich bleib da komplett neutral und ich denke gerade auch, weil es Lukas ist und so niemals. Never. Also mit Lukas meinen wir halt den Admin Lukas. Denkst du nicht, dass irgendjemand dann wieder rummeckert und sagt, warum hast du dich dann beim Junge, Admin eingeschrieben? Alle haben genug rumgeheult. Es reicht jetzt. Es reicht komplett und ich glaube nicht, dass irgendwer noch umheulen sollte, Mann. Glaube ich nicht, wirklich nicht. Okay, Freunde, wir testen das einfach. Mal gucken, vielleicht klappt das auch nicht. Dann werde ich dieses Video eh nie uploaden. Hast du eine Idee, wie ich ihn irgendwie überraschen kann? Wem, Lukas? Es muss ja irgendwie so positiv sein, weißt du? Bro, ich sag dir ehrlich, mach's auch korrekt. Geh so einfach zu ihm. So, von mir aus, ich weiß nicht, Owen Blue klopft an seiner Tür. Und dann sagst du, Mensch, Lukas, ist ein alter Bekannter von dir. Und dann gönnst du ihm die Rosen und dann wird er sich erstmal freuen. Und dann wird er vielleicht kurz falsch denken und dann sagst du, ey, Bro, ich wollte dich mal besuchen. Und dann fängst du das Thema an. Ist das ein guter Call? Ich weiß, was das Ding ist, aber Rosen ist schon zu übertrieben, sag ich dir ganz ehrlich. Ich habe eine andere Idee, Leute. Was denn? Dafür muss ich mal ganz kurz zu Edeka. Die ein oder andere Schokolade muss sich doch geklärt werden. Let's go. Bist du bereit? Für? Wohin geht's? Wir gehen zum Admin! Eine Kuh Latin. Was? Eine Kuh Latin. Leute, eigentlich ist Kian Alphastein. Warum sagst du das? Von links auf von rechts! Freunde, mittlerweile ist wieder ein Tag vergangen. Gestern haben wir es leider nicht mehr geschafft. Was war das? Gestern haben wir es leider nicht mehr geschafft, zum Admin zu fahren. Mein Bruder hätte gestern noch die Möglichkeit gehabt, aber wir dachten uns, komm, lass uns lieber einen Tag später hin. Aber Kian ist erkältet. Kian, der Arm ist einfach krank und vor mir ist gerade der rote Ampel. Das heißt, ich kann gleich fett in die Kamera gucken. Ja, der Arm ist erkältet. Der Arm hat sich irgendwas eingefangen. Schreibt ihm auf jeden Fall jetzt eine gute Besserung unten in die Kommentare. Ich werde jetzt mich auf den Weg machen, alleine zu Edeka. Ich nehme euch gleich mit, my friends. Versteht ihr das? Eine Kuh macht Mühe. Wir sind bei Edeka angekommen und es ist so übertrieben voll. Und dann regnet es noch so eklig, Leute. Ich bin wieder klitschnass geworden. Es ist so voll, dass es nur noch zwei Stück hier auf der Seite gibt. Ich nehme den letzten dann hier auf der letzten Seite, ne? Hier sind wir doch richtig, Leute. Was brauchen wir alles? Wir nehmen auf jeden Fall einmal das hier mit, Freunde. Ganz wichtiger Hase. Ein paar Smarties kann man sich gönnen, ne? Was nehmen wir noch so tolles? Lion, Snickers, Smickers. Vielleicht so Knoppers? Komm, das nehmen wir auch mit.
Oh, und KitKat, ganz wichtige Hase, Leute. Das nehmen wir auch mit. Hanuta nehmen wir natürlich auch mit. Freunde, was ist das für ein Wetter, bitte? Meine ganze Jacke, meine Cap, alles nass. Ich habe jetzt meine Jacke ausgezogen. Dreckswetter, ey. Aber wir haben die Sachen und wir gehen jetzt zum Admin, Leute. Mal gucken, ob wir ein bisschen so mit den Süßigkeiten um den Finger wickeln können. Das ist der Plan. Abfahrt. Alles klar, der Admin wohnt einfach in Alaska. Checkt ihr das? Auf einmal einfach Schnee. Junge, wo wohnst du? Lakshudo. Ja, Freunde, es wird immer schlimmer. Ich werde gleich die Kamera umdrehen und... Was ist da los? Man sieht gar nichts. Okay, wir sind jetzt angekommen. Und hier ist der ganze Krimskram drin. Freunde, ich bin gerade gerannt wie sonst was. Ich bin ein bisschen aus der Puste. Ich bin hochgerannt. Ich hoffe, dass er gleich da sein wird. Wenn er nicht da sein wird, dann würde ich im Auto gleich chillen einfach. Aber das müsste das sein, Leute. Die Sachen habe ich. Ich bin gespannt, ob er da sein wird. Und Leute, einfach der Admin von der YouTuber-Insel. Der wird sich wahrscheinlich so übertrieben wundern. Ich bin so gespannt, ob er überhaupt da sein wird. Ich klinge mal. Komm schon, bitte, bitte geht jemand ran. Oh mein Gott, ich höre jemanden. Alleine, Sue? Hallo? Was? Wieso filmst du? Was geht? Wieso filmst du? Was machst du hier, hä? Wo ist das in Ordnung, dass ich filme? Ja klar, aber wo weißt du, wo ich wohne? Kian hat mir gesagt, wo du wohnst, Bro. Nein, als ob. Hä? Ist in Ordnung, wenn ich filme? Ja, kein Problem, safe, also... Digga, aber hä? Bro, ich sag dir ehrlich, ich wollte einfach dem Admin mal kurz einen Besuch abstatten. Ich habe auch Geschenke mitgebracht. Guck mal, oh, was ist nur das, das denn? Beste für den besten YouTuber-Admin. Oh, ja, gönn dir mal. Wer hat was noch was? Junge, wir haben sogar Hanuta. Digga, da ist einfach alles drin. Gefällt einfach, einfach nachträgliches Weihnachtsgeschenk oder sowas. Junge, hä? Ist das einfach... Yo. Sogar hier die originale Merci-Schokolade. Alles, was du haben willst. Nur für den besten Admin vom YouTuber-Projekt. Ist das jetzt irgendwie ein Bestechungsversuch oder sowas? Wer weiß, vielleicht. Aber ist es in Ordnung, wenn ich kurz mal reinkomme? Ja, ich bleib auch nicht so rein. Lange. Ja, fühl dich wie zu Hause. Komm rein. Aber wie bist du hierher gekommen? Also du wohnst doch gar nicht hier. Erzähl ich dir gleich alles. Ich zieh mal meine Schuhe aus. Komm jetzt ja? Entspannt an. Warte, ich komme. Ich fühle mich gerade so richtig komisch, dass ich einfach nebenbei die ganze Kamera laufen lasse. Nein, aber das Ding ist, Bro, ich sag dir ehrlich, ich würde so einen kleinen Vlog machen, ein bisschen Besuch dir erstmal abstatten und wo ist denn dein Zimmer? Wo muss ich hin? Also einfach mal hier rein. Ich war gerade noch am paar Sachen machen, also nicht wundern. Falls du ein bisschen unaufgeräumt bist oder sowas, einfach... Du zeigst ja dein Gesicht nicht, ne? Dann versuche ich das alles zu zensieren, oder? Ja, am besten noch nicht zeigen, da kommt noch was, also keine Sorge. Ja, wie gesagt, das hier ist so mein Setup, wie ich das Ganze manage. Ja, kein Wunder. Also, was ist denn das? Du Hacker! Nein, also ich bin ja noch nebenbei Student, weißt du ja vielleicht. Ja. Und ich studiere Informatik und deswegen, das war ein Uni-Projekt, wo wir ein bisschen was programmieren mussten, deswegen nicht wundern. Ja. Und was ist das? Ja gut, also das ist schon was mit der YouTuber-Insel. Und zwar ist das die Serverkonsole. Hä, und das hast du die ganze Zeit offen oder was? Das habe ich die ganze Zeit offen, um zu gucken, ob irgendwas passiert oder sowas. Also man sieht hier so die ganzen Leute, wenn die raufjoinen, wenn irgendwas passiert oder sowas. Und dann sieht man auch... Kannst du mal gucken, wer gerade online ist? Das wäre so geil zu wissen. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wer online ist. Ich hoffe, ich überrempel dich nicht. Soll ich mal kurz Hände waschen gehen? Du kannst kurz Hände waschen. Ich gehe mal kurz Hände waschen. Übertrieben sympathisch, der Admin. Wo geht's denn überhaupt hin? Wo ist denn die Toilette, wenn ich fragen darf? Die letzte Tür links einfach und dann bist du da. Okay, ist das kein Problem, wenn ich das filme oder? Ja, kein Problem. Ich hoffe, es ist ordentlich. Also, kannst Hände waschen. Du überrumpelst mich ja gerade ein bisschen. Also. Tut mir leid, ey. Okay, Leute, ich wasche kurz meine Hände und dann sehen wir uns gleich. Da sitzt der Admin. Der kleine Hacker. Der kleine hackende Hacker. Ich komme einfach immer noch nicht drauf klar, dass du einfach jetzt hier bist, deswegen. Aber du hast ja gefragt, welche Leute gerade online sind und hier sieht man es, hier sind gerade 4 von 40 maximal. Geh mal kurz online. Oh mein Gott, das wäre so geil, wenn du mal kurz dein Gesicht zeigst, ne? Meine Sicht? Ja, warte, du schließt. Die Sicht vom Admin, Leute, wie krank ist das? So. Aber Bro, ich dachte schon ehrlich, ich sag dir, ich bin davon ausgegangen, dass du nicht da bist, ne? Ich hätte wirklich, ich nicht da bin. Ich hätte im Auto gecampt. Mein Bruder hat mir halt gesagt, dass du safe zu 100% da bist, weil er schon mit dir geredet hatte. Hast dich nicht schon gewundert, warum er so mit dir auf einmal so geschrieben hatte? Also ich hatte ihm auch so gesagt, also vielleicht bin ich das Wochenende nicht da, weil ich bei meinem Vater bin. Also deswegen, es war wirklich knapp, aber dann habe ich halt gesagt, dass es doch ausfällt und deswegen, also das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich dachte halt, er ist irgendwie in Hamburg oder sowas, deswegen aber... Hä? Und du kannst dich ganz normal so einloggen oder wie? Ja, also ich join einfach ganz normal rauf. Hier ist die Insel. Ich zeige natürlich nicht die IP-Adresse, aber ich kann hier einfach raufjoinen und
Und ja, hier sieht man auch unten links, online. You are still invisible. Geil. Mit Shader und allem, hier kann ich natürlich alles oder anmachen. Boah, der Admin ist am Start. Boah, bei dir läuft das ja richtig hart. Und da ist schon jemand. Also ich weiß gerade nicht, wer das ist, aber wir gehen da mal hin. Und er sieht mich jetzt wie gesagt nicht. Ich bin jetzt einfach neben ihm. Ich bin hier unsichtbar und kann alles wirklich mit ihm machen. Und wenn er redet, dann kann ich sogar hier ihm zuhören. Also ich kann ihn einfach hier in-game hören, ohne dass ich, dass er mich hört oder irgendwas anderes. Deswegen, ich kann so ein bisschen ja Spionage oder sowas machen. Ich glaube, ich bewerbe mich auch als Admin, Freunde, demnächst. Und das Ding ist, er sieht dich halt einfach nicht. Und das Gute bei Lukas ist, man muss wirklich sagen, Respekt, dass du als Admin wirklich dich auch komplett, also du machst ja wirklich alles, um für alle die ganzen Regeln beizubehalten, dass alle sich wirklich daran halten. Guck mal, theoretisch hätte er jetzt einfach die Möglichkeit, ihn zu hauen, keine Ahnung was, aber natürlich macht er das als Admin. Ist noch jemand online? Armin habe ich gerade gesehen. Geh mal zu Armin. Armin ist online, ja. Ich kann mich einfach mal zu ihm teleportieren. Und die sehen dich einfach nicht, ne? Die sehen mich aber nicht. Oh, flieg mal kurz zu Elina. Zu Elina? Okay, perfekt. Dann gehen wir einmal zu Elina. Hier ist sie. Oh, die geht gerade zu Kian. Alter, was wird da denn passieren? Geht die Geschichte weiter, oder was? Oh Gott, also, oh, sie sind alle zu dritt hier. Hä? Oh, die werden sogar angegriffen. Freunde, oh, man hört sie sogar. Ein Zufall. Kannst du das lauter machen, dass wir das hören? Ja, das wird über meinen Lautsprecher gemacht, aber wenn du ein bisschen dann hörst. Hört man das? Man hört das. Hä, wie geil ist das, ja, Freunde? So, guck mal, also die sehen mich einfach nicht, denn ich kann hier einfach zuhören. Also, das ist so ein bisschen das, was ich hier machen kann. Und ich kann natürlich auch den altbekannten Befehl machen. Also, ja, mit dem Thema Bann hatten wir uns auf jeden Fall schon fett auseinandergesetzt gehabt, ja. Leute. Und ich kann natürlich auch entbannen. Also. Immer diese Leute, die andere bannen müssen, ja? Ja, das ist schon. Also, ich meine, das ist deine Aufgabe. Aber wir haben uns richtig fett dafür eingesetzt gehabt. Sei mal ehrlich. Ich bin dir dankbar, dass du das End für uns alle aufgemacht hast. Ja, also das war ja wirklich ein bisschen ein sehr großes Thema, dass ich da ganz viele Leute bannen musste, aber ich bin jetzt auch glücklich, dass das endlich das End offen ist und dass jetzt wirklich auch deswegen niemand mehr gebannt werden muss. Auch wenn der Kollege hier mal ein bisschen auf die Nerven geht, also Ente, der macht schon ab und zu mal ordentlich Scheiße und der hat ja immer ein bisschen jetzt so Stress mit mir gesucht, aber ich glaube, mit dem werde ich auch klarkommen, deswegen das sollte gar kein Problem sein. Geil. Ich muss noch mal ganz kurz aufs Klo. Ja. Wie mache ich das jetzt am besten, dass er vom PC weggeht und ich irgendwie Zugriff auf seinen Charakter oder seinen Account bekomme? Ich fühle mich gerade wie Russik, als er bei Lukas eingebrochen ist. Grüße gehen raus an Russik. Ich muss mir was überlegen, Leute. Ich weiß nicht. Ich will ja auch jetzt nicht 5 Stunden hier bleiben, weil wahrscheinlich hat einiges zu tun. Bro, erstmal respektlos von mir, dass ich meine Jacke noch nicht ausgezogen habe. Kann ich die irgendwo hinpacken? Achso, ja, die kannst du einfach hier vorne auf den Schuh. Ja, okay, mache ich. Leute, wir sehen uns gleich. Du kannst natürlich jetzt auch so mäßig so ein Video auf irgendwie die Trollen, indem du über meinen Account mit denen redest oder sowas. Oh mein Gott, ja, aber nee, dann gibt's vielleicht wieder Probleme und dann sagen, Bro, dann hast du ja wieder einen Grund, mich zu bannen und so, ne? Übrigens, darüber will ich auch noch mit dir reden. Ja. Guck mal, das Ding ist, Bro, wir sind doch Freunde, oder? Ja. Kannst du mir nicht einfach verraten, wer mich verpetzt hat bei dir? Bro, ich habe auch mit Kianis ein langes Gespräch geführt und ich habe es auch ihm nicht gesagt, weil es geht nicht darum, dass wir Freunde sind oder nicht, sondern das ist einfach so mäßig für mich wirklich verboten, dass ich das weitersage. Und ich habe versucht, vielleicht schon 1-2 Tipps zu geben und mehr kann ich auch nicht sagen, aber ich glaube, ihr werdet das auch finden, wenn ihr euch anstrengt oder die Person finden, die dafür verantwortlich ist. Also das müsst ihr wirklich selber schaffen und ich hoffe, das schafft ihr auch. Ja, ich meine, auf der einen Seite, genau deshalb ist er halt von uns der Admin so, weil er so neutral ist, aber auf der anderen Seite denke ich mir, Bro, sag mir das doch einfach, ich schneide das auch raus. Nein, also ich glaube, ich kann das wirklich nicht machen. Ich glaube, das musst du halt selber rausfinden und... Was machst du bei den Wasserkriegern? Bei den Wasserkriegern? Ich glaube, hier war gerade Armin, deswegen, guck mal, der fliegt hier oben. Oh, Armin cheatet! Spaß. Oh, da sind 2 Leute. Oh, wird das ein Kampf? Ente gegen Army, Leute. Und der Admin fliegt und die sehen ihn nicht. Einfach der hackende Hacker. Checkt ihr das eigentlich, was er macht? Oh, das wird ein Kampf. Oh mein Gott. Das wird wirklich ein Kampf. Als ob wir live im Kampf dabei sind. Ja, wie machen wir das jetzt? Wie meinst du das? Sorry, wenn ich jetzt schon viel zu lange hier bin. Wie lange hast du denn heute noch Zeit? Also heute Abend bin ich verabredet, aber im Moment habe ich eigentlich nichts vor. Wie gesagt, ich war noch am Uni-Projekt dran. Und gucke jetzt so ein bisschen, ob alles hier gerecht zu sich geht. Aber ansonsten habe ich heute eigentlich nicht wirklich viel was vor. Okay. Ich reg mich gerade ein bisschen darüber auf, dass du mir das nicht sagen willst. Dass ich ja nicht sagen möchte. Also, komm, Bro, bitte. Ich kann es dir halt nicht sagen, weil ich glaube, erstens würden denn alle Leute diese Person hassen und zweitens ist sie wirklich auch im Vertrauen zu mir gegangen. Ja, weiß ich nicht. Guck mal, das Ding ist, ich verstehe das ja auch irgendwo, ne? Aber
letztendlich, ich finde das einfach so, für mich ist das so Freundschaftssache. Die Person hat mich einfach verraten und deshalb will ich das wissen. Ja, aber guck mal, ich glaube, guck mal, selbst ich betrachte das als nicht fair. Ja. Also, dass du deine Sachen verloren hast, kann ich noch in gewissen Zügen verstehen. Aber dieses Handicap kann ich halt so ein bisschen gar nicht nachverstehen oder nachvollziehen. Das ist eh das Dümmste. Übrigens, ich nehme auf, nicht, dass du wunderst. Ah, okay. Ja, kein Problem. Also ich verstehe auch, wenn du deinen Zuschauern irgendwie so mitteilen möchtest, dass du hier warst oder so. Also gar kein Ding. Ja, Handicap. Apropos Handicap. Darauf wollte ich auch nochmal hinaus. So, das macht für mich am wenigsten Sinn, diese ganze Handicap-Scheiße. Bro, das macht für mich keinen Sinn, dass ich keine Items looten darf. So. Ja. Guck mal, ich renne seit 3-4 Folgen ohne irgendwelche Items rum. So. Ja. Bro, das macht gar keinen Sinn. Dann sag mir, welche Person... Guck mal, für mich ist das auch Stolzsache. Ich weiß, wenn ich das jetzt mache, würdest du wahrscheinlich mich eh nicht bannen, aber ich würde eine andere Strafe bekommen, weil ich ja dementsprechend nicht auf das gehört habe, was die Person und in dem Fall der Admin gesagt hat. Deshalb, Bro, keine Ahnung, für mich ist das übel scheiße gerade, die Situation, weißt du? Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Das Handicap finde ich, wie gesagt, auch ein bisschen schwachsinnig. Und sobald du diese Person findest, und ich kann dir da wirklich nochmal, ich sag's so oft, wie du willst, aber ich kann dir da nicht helfen, aber wenn du diese Person findest, rede mit ihr drüber. Dass du deine Sachen verloren hast, ist ja wirklich das eine, aber dieses Handicap ist, finde ich, auch ein bisschen unnötig und ich glaube, davon kannst du auch die Person überzeugen oder auch nicht nur du, sondern jeder. Deswegen. Ja, alright. Wir haben ein Problem und zwar... Seit 2,5 Stunden oder so bin ich schon hier und er ist ein einziges Mal aufgestanden. Gefühlt ist sein Zimmer, sein Thron, wo er da sitzt, ja, sein Heiligtum. Ich habe eben gerade hätte ich die Chance gehabt, ich weiß nicht, ob ihr das im Zeitraffer gesehen habt, aber der ist ein einziges Mal aufgestanden und da hätte ich vielleicht reingehen können. Das wäre aber zu riskant gewesen. Ich muss auf irgendeine geile Gelegenheit warten. Und deshalb, ich werde jetzt so lange aufnehmen, bis irgendwann diese Gelegenheit kommt. Ich hoffe, ich kriege das hin. Wenn nicht, dann, keine Ahnung, habe ich Pech gehabt. Sius, tut mir gerade leid. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen von einem Kollegen von mir aus dem Studium. Ja. Und wir müssen das Projekt abgeben, was du eben gerade schon gesehen hattest. Okay. Das müssen wir halt nächste Woche abgeben. Und wir haben gerade noch einen Fehler oder einen Bug gefunden da drin. Und ich hoffe, das stört nicht, aber ich muss einmal kurz mit ihm da dran, mich dran setzen, um das Ganze zu lösen. Du kannst dich dort erstmal hinsetzen oder so. Du weißt ja, wo die Küche ist, kannst du irgendwas zu essen nehmen oder zu trinken. Toilette weißt du ja auch, also falls auch irgendwas ist, sag Bescheid. Aber wie gesagt, ich muss einmal kurz was machen, deswegen nicht wundern. Oh, warte einmal. Ich bin einmal kurz weg, ne? Ich muss einmal telefonieren, bis gleich, ne? Jo, brauchst du lange? Weiß ich noch nicht, also ich komme auf jeden Fall gleich wieder. Kann ich ganz kurz an deinem PC, Bro? Ja, aber nichts machen, ne? Versprech, dass du nichts machst. YouTube oder so gucke ich ganz ja, kurz. Ja, ne? Kein Stress, YouTube, Twitch, kein Ding, kannst du machen. Hey, Lukas? Okay, Freunde, jetzt müssen wir uns richtig beeilen. Ich hole mir das Kabel, ich mache mir den Empfang, damit ihr alles sehen könnt. Was ist denn das, Leute? Irgendwelche Programmiersprache? Ich habe das jetzt nicht geschlossen oder nur minimiert. Okay, sehr nice. Minecraft. Hatte das vorhin über CurseForge aufgemacht? Ich weiß es nicht, Leute. Ich rede gerade auch übelst leise. Ich hoffe, ihr hört das alles. YouTuber-Insel ganz schnell rauf. Zack, zack. Ich weiß ja noch nicht mal, ob meine Items noch in seinem Inventar sind. Das muss ich auch herausfinden. Scheiße, lädt einfach so lange. Schnell. Ich weiß nicht. Bitte schneller. Kann ich das irgendwie so ablegen? Ich nehme mal hier irgendwie diese Flasche. Ja, perfekt. Und rauf auf die YouTuber-Insel. Schnell. Ich hoffe, keiner sieht uns heute. Ich muss jetzt irgendwo hinfliegen. Aber die Frage ist, hat die überhaupt mal Items? Komm. Die sind immer noch in der Schalker-Box drin, Leute. Oh mein Gott. Okay, wir müssen jetzt ganz schnell uns einen Ort aussuchen und da die Items dort verstecken. Die Frage ist noch, wo machen wir das? Ich überlege mal ganz schnell. Ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine richtig gute Idee. Ich höre ihn gerade auch gar nicht mehr. Also davor habe ich ihn auch nicht gehört. Wir sind hier, dieses Zimmer ist so schallgedämpft gefühlt. Okay, ich glaube, das war hier irgendwo der Weg. Hier wird das auf jeden Fall niemand mehr entdecken, Leute. Wissen noch damals mit Stange und Blackjack?
Ich muss jetzt da schnell runter. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. So Leute, hier suche ich mir irgendeinen Platz raus. Also das ist gefühlt unmöglich, dass irgendjemand perfekt genau hierher kommt und genau hier an der Stelle die Sachen abcheckt. Das ist gefühlt unmöglich. Wisst ihr was? Ich mache das genau hier, Leute, auf der linken Seite bei dieser Fackel. Dann gehen wir einmal runter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ziehen die Dinger hier runter. Wir müssen jetzt ganz kurz den Game-Mod wechseln. Oh, Kianis hat das Spiel verlassen. Zack. Einmal platzieren und noch einmal platzieren. Wichtig, jetzt nochmal, Leute. Game-Mod. Ich hole mir jetzt zwei Schalker-Boxen nochmal für ihn, damit das gar nicht auffällt, Freunde. Zack, pack das wieder in seinem Inventar rein. Bau das hier schnell zu. Und unten links die Commands löschen, Leute. F3 und D. Zack, alles weg, Leute. Somit sind die Beweise auch gelöscht. Und jetzt müssen wir ganz schnell wieder hochfliegen. Okay, wir sind draußen. Ich fliege mal jetzt ganz schnell rüber. Hier war er ungefähr, ja. Deshalb, ich logge mich hier einfach direkt wieder aus. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Zack, alles zumachen. Zack, das. Zumachen. Was war offen? Das war so offen. Sehr gut. Was hat er auf der linken Seite angehabt? Was ist das? Hier, das hat er an. Sehr gut. Oh mein Gott, Leute. Das hat er gar nicht offen gehabt, diese Minecraft-Server. Ich glaube, ich habe irgendwas gedrückt gehabt. So, sehr gut, Freunde. Schnell wieder aufstehen. Alles zurückpacken. Schnell, 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 schnell. Kamera wieder platzieren. Gehabt oder warum brauchst du so lange? Nein, das war ja wirklich nur wegen dem Projekt. Ja, hier siehst du es ja. Das war einfach nur, dass wir darüber besprechen mussten, wie wir da vorgehen. Okay, und alles gut gelaufen? Deswegen. Ja, ich habe mich richtig gelangweilt. Was, echt? Nein, habe ich nicht. Ich hatte richtig Spaß, Spaß meines Lebens. Ja, wie gesagt, tut auch ein bisschen leid. Das war ja jetzt auch ein bisschen spontan, dass du hier warst. Deswegen, ich hatte das jetzt nicht eingeplant oder sowas, dass du hier bist. Deswegen, ich hoffe, du konntest dich irgendwie jetzt kurz beschäftigen oder sowas. Ja, und jetzt bin ich ja wieder da, deswegen, ja. Bro, zeig mir mal, was du da gerade genau machst. So, erklär mir das mal ein bisschen. Was ich hier gerade genau mache, ist, wir müssen eine Schach-Applikation in Java, das ist eine Programmiersprache, machen. Und das ist immer noch gerade auf. Hä? Obst wegen vorhin eigentlich noch. Achso. Aber das reicht eigentlich auch mit dem Vlog, Bro, sag ich dir ehrlich. Ah, okay, perfekt. Ja, ich hab mich lassen. Freunde, ich bin so ein Idiot, ne? Ich habe ihm doch die Konsole aufgemacht. Ich muss jetzt ganz schön nochmal sagen, dass ich einloggen soll und irgendwelche Sachen macht auf der YouTuber-Insel, damit die Liste weiter nach oben geht und er gar nicht auf diesen Gedanken kommt, da oben zu gucken, wisst ihr? Ich probiere das mal zu machen. Bro, könntest du mir noch einen Gefallen tun? Ich glaube, Kian ist noch online. Könntest du nochmal ganz kurz dich einloggen? Ja, gar kein Problem. Warte. Guck mal, das Ding ist, ich würde es richtig feiern, wenn wir ihn irgendwie noch pranken, aber an sich... Ich weiß, du willst da keinen Einfluss jetzt haben und nichts machen, aber ich weiß noch nicht, ob er schon weiß, dass ich hier bin. Ich mache mal gleich einen Screenshot bzw. ein Foto und dann schicke ich ihm das. So, bin wieder drauf. Ist er online? Nee, gerade nicht mehr. Also, ist nur noch Elina da gerade. Flieg mal zu Elina. Oh, die ist gerade, glaube ich, ganz woanders. Okay, okay, okay. Die ist im Nether. Okay, kannst, egal, scheiß drauf, flieg wieder zurück. Ist er wieder zurück? Ja. Geht das mit dem Befehl? Ja. Okay, krass. Sehr geil. Und, alright, Bro, dann lass uns noch ein bisschen chillen, dann würde ich mich auch auf den Weg machen, ja? Ich habe schon echt viel für meinen Vlog gemacht. Ich würde jetzt eh gleich noch ein paar andere Sachen machen und das auch wahrscheinlich im Vlog einbauen, ja? Ja, kein Ding. Wie gesagt, du hast mich wirklich ein bisschen überrumpelt. Ich hoffe, das ging alles. Ich danke dir für deine Gastfreundlichkeit, dass du mir alles hier angeboten hast. Und ja, so, Leute. Und nochmal vielen, vielen Dank für das Geschenk. Also, ich glaube, das wird erstmal für die nächsten Wochen reichen, das mit der Schokolade. Also, vielen, vielen Dank. Also, ja. Bro, danke dir nochmal für alles, ne? Ja, kein Problem. Bester, wie gesagt, Admin. Komm gut zurück. Und ich hoffe, es ist ja ein bisschen eisig draußen. Ich hoffe, du kommst gut zurück und wo auch immer du jetzt hin möchtest. Deswegen, ja. Und schade, dass man dich noch nicht zeigen kann, sonst müsste ich die ganze Zeit nicht die Kamera so halten. Aber mach's gut, Bro, ja? Viel Spaß mit der Schokolade. Ja, kein Problem. Wie gesagt, noch ein schönes Wochenende und dann, ja. Ciao. Tschüss. Ja, Mann. Wichtig. Freunde, ich sitze wieder im Auto. Ich bin gespannt, ob das jetzt rauskommen wird. Ob er irgendwie diese Control-Dinger angucken wird und dann merkt, okay, scheiße, ich war an seinem PC und habe das und das gemacht. Vor allem bin ich gespannt, ob es jetzt noch mehr Probleme dadurch geben wird. Aber ist mir so scheißegal, weil dadurch ist dieses Video so geil und legendär geworden. Das zählt ja dann auch unter Prank. War ja bei Russik und der YFHD auch so. Und deshalb
Ich bin gespannt, was passieren wird. Ich würde jetzt mich auf den Weg nach Hause machen und vielleicht mache ich das Outro auch hier schon. Freunde, danke für alles. Ich küsse eure Augen. Ich bin echt gespannt. Lasst auf jeden Fall einen saftigen Like da, falls euch das Video gefallen hat. Aktiviert die Glocke und ich bin wirklich so gespannt. Mal gucken. Ich bin gespannt, ob ich diese Truhe dann, wenn ich dann mich noch einlogge in Minecraft, sehen werde. Deshalb Glocke unbedingt aktivieren. Haut rein. Ciao, ciao.